Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Es gibt mal wieder ein großes Update zu Fortnite Competitive und zwar zur FNCS in Season 6 und dann auch noch ein paar Informationen, wie die Aufteilung für die Semifinals in dieser FNCS sind. Bleibt also auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn natürlich in Zukunft hier keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, schaut gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch gerne meinen Creator-Code Elcraft im Itemshop ein. Fliegt natürlich alle 14 Tage raus. Das Ganze stammt alles aus dem neuen Blog-Eintrag von Epic Games und hier geht es als erstes mal los mit der Einteilung für die Semifinals. Und zwar ist es diesmal das erste Mal so, dass nicht die Teams random eingeteilt werden, sondern man eben halt hier nachschauen kann, anhand welcher Platzierung man eben halt in welchen Durchgang von den Semifinals bekommt. Die Semifinals sind ja nämlich in 4 Durchgänge aufgeteilt. In jedem Durchgang spielen ja irgendwie 33 Teams, die eben halt in einer Bestenliste kämpfen und das findet eben halt viermal so mehr oder minder parallel statt und deshalb wird man da eben halt eingeteilt. Und diesmal ist es wirklich so, dass die darauf achten, dass alles möglichst gleich eingeteilt ist. Wir hatten ja die letzten Seasons mal so, dass man mehr oder minder einen Heat hatte, wo wirklich alle Pros drin waren und dann so ein anderes Heat hatten, wo wirklich so gar kein Pro drin war und es so komplett langweilig war. Und dadurch soll es auf jeden Fall etwas mehr ausgeglichen sein, dass so mehr oder minder alle Heats relativ ähnlich sein sollten und es da keinen riesen Unterschied gibt. Man natürlich dadurch nicht auch einen Heat hat, wo deutlich schlechtere Spieler am Ende in die Finals kommen und es dadurch natürlich auch insgesamt mehr bessere Spieler in den Finals gibt. Das Ganze ist nämlich so aufgeteilt, dass man zum Beispiel, wenn man in der ersten Woche Erste geworden ist, man Durchgang A kommt, aus der zweiten Woche der Erste kommt Durchgang B, aus der dritten Woche der Erste dann C und so weiter geht das Ganze dann eben halt. Danach ist es sozusagen umgekehrt, das heißt, dann kommt als Erste D, C, B, A. Dadurch wird es jemand relativ gleichmäßig aufgeteilt und am Ende sollten sozusagen alle genau die gleichen durchschnittlichen Placements haben. Und bei der Series Bestenliste funktioniert das Ganze dann noch etwas anders, da das natürlich nur aus einer gesamten Bestenliste ist und nicht insgesamt aus den einzelnen Wochen aufgeteilt ist. Und hier funktioniert das nämlich so, dass der erste Platz aus der Series Bestenliste den Durchgang B bekommt. Danach kommt zweimal A, also der 32. und 33. und der 34. bekommt dann wieder B. Danach geht das Ganze mit C, D, D und C los. Danach geht es wieder mit B, A, A und B weiter. Also hier ein klein bisschen anderes Prinzip, aber so soll es auf jeden Fall relativ gut aufgeteilt sein. Und es ist auf jeden Fall nice, dass die da etwas mehr Transparency uns bieten und dass nicht immer alles so geheim passiert. Wenn natürlich Series Punkte genau gleich sein sollten bei zwei Teams, dann ist das erste, was überprüft wird, wie viele Qualifikationen gespielt wurden. Das heißt wahrscheinlich, wenn weniger Qualifikationen gespielt wurden und man gleich viele Punkte hat, wird man wahrscheinlich eher da der Gewinner sein und dadurch immer das Hero Placement bekommen. Ansonsten natürlich, wenn man in Runde 4 mehr Teilnahme hatte, dann wird man auch eher weiterkommen. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel zweimal für Runde 4 qualified hat, wird man eher weiterkommen, als wenn man sich nur einmal qualifiziert hat. Genauso natürlich Runde 3 zählt und danach kommt erst die höchste Platzierung in der Qualifikation. Danach die durchschnittliche Platzierung und dann erst der Münzwurf. Und dadurch sollte auch wirklich das suggeriert sein, dass es zu kaum Münzwürfen kommt und eigentlich immer kaum ausgelost werden muss, wer irgendwie dann die Series-Punkte in die Finals weiterkommt. Ist auf jeden Fall auch sehr nice. Dann gibt es als nächstes noch etwas zur Season 6 FNCS, generell zur Competitive in Season 6. Dort wird es nämlich mit ein paar Sachen genauso weitergehen wie in dieser Season. Aber eine große Sache wird sich ändern. Und zwar, wenn die Season am 16. März startet, bis zum 23. März, die erste Woche dann also. Dort wird es die gleichen Punkte geben, Arena-Punkte, wie in dieser Season. Das heißt, dort wird man eben nicht auf 0 Punkte wieder resettet und macht mit den genau gleichen Arena-Punkten weiter. Dadurch können wir ein bisschen im Prinzip alles ausprobieren, ohne dass wir eben mal direkt uns versuchen müssen, auf Champ hochzuspielen. Und dadurch kann man sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was die Meta ist, was daran gefixt werden muss. Sie werden da sehr, sehr viel darauf achten, dass wirklich, falls irgendwelche Sachen overpowered sein sollten, dass sie das Instant in dieser Woche schon nerven und das dann immer nicht so gefühlt mitten in der Season machen müssen und dann erst am 23. März startet sogar sozusagen die richtige Fortnite Competitive Season 6. Das heißt, dort werden dann alle Punkte wieder auf 0 resettet, alle Arena-Punkte und ab dann starten dann auch so langsam erst alle Cups, beziehungsweise mindestens eine Woche danach gibt es dann noch, wo es noch keine Cups gibt. Das heißt, dann erst ab dem 30. März wird es wahrscheinlich wieder Cups geben. Die werden auch genauso stattfinden wie jetzt, also Trio-Cups am Montag dann wahrscheinlich, Solo-Cups weiterhin Samstag und Limited-Timer-Turniere. Die sagen allerdings hier nicht, dass es Friday Night noch weiterhin gibt, das heißt eventuell werden die da etwas anderes machen, hat aber glaube ich so ziemlich keinen wirklich interessiert, diese ganzen Friday Night-Cups. Die waren mehr oder minder nur am Anfang der Season ganz nett so, um ein bisschen Competitive-Turniere zu haben, aber an sich juckt das immer nicht so wirklich, aber die ganzen anderen Cups, also Cash-Cups, werden auf jeden Fall genauso weiterhin stattfinden. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Sache. Wahrscheinlich werden wir in dieser Preseason
Wochen oder so, wie sich das Ganze nennt, dann auch die Möglichkeit haben, deutlich mehr von diesen Umfragen zu machen. Ihr kennt die wahrscheinlich, wenn die immer so aufploppen nach den Runden. Das werden die, denke ich mal, dort auf jeden Fall nochmal deutlich stärker machen. Die werden wahrscheinlich viele Sachen auf Twitter und so machen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass sich etwas dabei ändert, dann würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, bei Fortnite Competitive auf Twitter vorbeizuschauen. Und ich glaube, die werden da wirklich versuchen, deutlich mehr drauf zu achten. Würde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice finden. Mit der neuen Season, also mit der Preseason, werden wir auch schon direkt die ganzen neuen Items erhalten. Das heißt, können wir alles ausprobieren. Wahrscheinlich so etwas wie Spaß, was dann wieder zurückkommen wird. Oder was auch immer dann die neue Meta in der Season sein wird. Das können wir alles dort austesten. Und dann startet die FNCS erst am 22. April sozusagen. Genau einen Monat, 4 Wochen, nachdem die Preseason geendet hat. Das Ganze wird wahrscheinlich relativ ähnlich stattfinden wie in dieser Season. Das heißt, mit auch 4 Runden für die Qualifiers und dann insgesamt 3 Wochen für die Qualifiers. Eventuell wird sich da aber ein bisschen was ändern, vielleicht an einem Punktesystem oder auch an dem Series-Bestlisten-System. Dort werden die vor allen Dingen noch schauen, ob die was anpassen, weil da ja noch nicht ganz so alle zufrieden sind mit dem, dass wenn man immer in der ersten Woche qualified ist, man dann in der anderen Runde spielen kann und dadurch halt ein paar Leute immer nur in den ersten 2 Wochen griefen. War ja so ein bisschen nervig jetzt in der letzten Zeit und da werden wir auf jeden Fall schauen, ob die noch etwas anpassen. Bis dahin haben wir auf jeden Fall noch viel Zeit, um uns dann eben mal Trios zu suchen. Der letzte Cup wird ja jetzt, glaube ich, auch der Trio Cash Cup sein am 8. März oder maybe auch der Soul Cash Cup noch eine Woche danach. Aber das sind auf jeden Fall so die letzten Cups. Das heißt, wir haben dann genau eine Woche Zeit vor der Season, wo wir keine Cups erhalten werden. Dann haben wir diese Preseason, danach eine Season mit 0 Arena-Punkten. In der Zeit können wir auf Champs uns hochpushen und in der Woche danach, also im Prinzip 3 Wochen nach dem letzten Cup in dieser Season, wird es dann wahrscheinlich schon weitergehen mit den nächsten Cups. Ist auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ich bin auf jeden Fall schon richtig gehypt auf die ganzen neuen Meta-Changes in der nächsten Season. Natürlich werde ich euch da auch wieder alle weiteren Informationen zu geben. Wenn auch die neue FNCS jetzt alles dazu bekannt ist, wird es natürlich auch ein Video dazu geben. Also wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall hier gerne ein Abo da und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, bis dahin, ciao.